Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video-Tutorial. Ich bin Nadine von Nadine Kreativ und ich freue mich sehr, dass du da bist. Entweder bist du bereits von einer der anderen Mädels zu mir rübergehopst oder du hast es vielleicht auch am Intro schon erkannt. Mit diesem Video nehme ich heute an einem Video-Hop teil, den ein paar Mädels und ich aus dem Team Paper Potpourri für dich organisiert haben. Und zwar möchten wir dir mit diesem ein paar neue Produkte aus dem Mini-Katalog Januar bis Juni 2022 und der Celebration vorstellen und mit diesen Produkten natürlich auch ein bisschen mit dir basteln. Nachdem ich in meinem letzten Video schon diese vier Fensterkarte mit der neuen Produktreihe Collagenkunst aus dem Mini-Katalog gebastelt habe, möchte ich nun heute gerne diese Drehkarte mit dir basteln. Also ich habe sie kennengelernt unter dem Namen Drehkarte oder Swingkarte und dazu eine Celebration-Prämie quasi verwenden. Und wenn du weitere Beiträge mit anderen Produkten aus dem neuen Mini-Katalog oder der Celebration-Broschüre sehen möchtest, dann hopst doch gerne nach meinem Video auch einmal zu den anderen Mädels rüber. Ich verlinke dir natürlich die Videos der anderen in meiner Videobeschreibung. Aber jetzt zunächst einmal zurück zum heutigen Video. Und zwar weißt du hoffentlich, dass dieser Jahreskatalog 2021-22 immer noch gültig ist. Gleichzeitig bzw. zusätzlich ist zum 4. Januar der Mini-Katalog gestartet, aus dem du seitdem bestellen kannst. Und gleichzeitig hat die sogenannte Celebration begonnen. Das ist eine ganz besondere Aktion, bei der du je Bestellwert von, ja, wie gesagt, jeweils 60 oder 120 Euro dir einen Gratisartikel aus dieser Broschüre aussuchen kannst. Ich möchte jetzt hier nicht komplett durchblättern, aber das können zum Beispiel ja Stempelsets sein, das Designerpapier raffiniert marmoriert gefällt mir auch besonders gut, oder hier die süßen Otter, das Stempelset. Das sind jeweils Gratisartikel bei Bestellwerten von 60 Euro. Und wenn du ein bisschen mehr bestellst, also auf mindestens 120 Euro kommst, kannst du dir sogar dieses schöne Set aussuchen. Das besteht aus dem Designpapier und dem Stempelset. Ja, das ist hier ganz wichtig an der Stelle. Mit ja, wunderschönen Farben, wie ich finde, also sehr frühlingshaft. Hier sind die Farben, achso, ich kann dir das Designpapier natürlich einmal in groß zeigen, wie ich das immer so gerne mache. Hier siehst du die Farben Aquamarin, Fräsienlila, Blütenrosa, hier ist noch ein bisschen Tannengrün und grüner Apfel mit dabei, beziehungsweise vielleicht auch auf der Rückseite ein bisschen intensiver, zumindest das Grün des grünen Apfels. Ja, und ein bisschen schwarz. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals eine Karte mit ja, schwarzer Kartenbasis gebastelt habe, aber ich finde, bei dem Papier sieht das richtig schön aus. Wie gesagt, das ist diese Dreh- oder Swing-Karte, die ich gleich mit dir basteln möchte. Ich habe sie in verschiedensten Farbvariationen einmal ausprobiert. Hier habe ich das Tannengrün als Kartenbasis und auch für den Stempel verwendet und kombiniert mit Blütenrosa. Und noch ein bisschen, ja, einfach nur Designpapier. Dann in Fräsenlila und Heideblüte. Diese Karte. Und ja, jetzt und gleich gibt es diese Karte mit dem blütenrosa Designpapier auf schwarzem, ja, Farbkarton. Wie gesagt, ich kann mich nicht erinnern, ob ich jemals diese Farbvariation gewählt habe, aber wie gesagt, ich finde das hier richtig schön.
Und genau, ich werde hier auch gleich noch einen kleinen, ich verrate dann noch nicht zu viel, mache ich gleich. mir war es wichtig, diese Karte so zu konzipieren, also auch wenn das jetzt keine komplette neue Erfindung von mir ist, aber so zu konzipieren, dass sie in einen normalen Briefumschlag passt. Ja, das ist ja zum Beispiel einer. Das heißt, das passt also super. Das hat am Ende dieses, wie ich finde, übliche Kartenformat von 10,5 cm in der Breite und 14,8 in der Höhe. Das heißt, auch aus einem Bogen, den A4-Format, kannst du auch zwei dieser Karten machen. Ja, also auch die Breite reicht noch aus. Und ja, damit können wir eigentlich auch schon loslegen. Und zwar benötigen wir zunächst den Farbkarton in Schwarz mit den Maßen 14,8. Das ist jetzt schon die Höhe, wie gesagt, das ist dann der zweite Teil des A4-Bogens, mal 17,5 cm. Und was mir bei dieser Karte recht wichtig ist, ist tatsächlich bei dem Basteln dann aufzustehen, damit ich jetzt ordentlich von oben gucken kann. Denn wir müssen jetzt mehrere Falzlinien und Schnittlinien machen, die nicht von oben bis unten durchgehen, sondern nur zum Beispiel Schnittlinien von hier bis hier und so weiter. Ja? Das heißt, also ich stehe jetzt einmal auf, lege jetzt im Querformat bei 3,5 cm. Das Papier an und ich lege jetzt die Schneideklinge auf 3 cm. Du hast hier diese kleinen Kerben immer. Die packe ich jetzt genau auf die 3 cm, hier langsam nach unten und schneide bis 11,5. Das ist jetzt natürlich ja nicht ganz so gut zu sehen, aber ich denke, wenn man das ganz vorsichtig macht, dann passt das schon ganz gut. So, das war die erste Schnittlinie. Dann schiebe ich weiter auf 7 cm und ich falze jetzt von oben bis 3 cm und von unten quasi auch nochmal 3 cm. Das heißt also, ich gehe auf diese 11,8 cm und falze nach unten. Das gleiche mache ich jetzt noch einmal bei 10,5 cm angelegt, also auch hier wieder. Von 0 bis 3 cm. Ja, wenn das für dich einfacher ist, von unten nach oben zu falzen, mach das gerne auch umgedreht. Und hier unten auch wieder von 11,8 nach unten gefalzt. Dann schiebe ich weiter auf 14 und falze, jetzt schneiden wir wieder von 3 bis 11,8. Und dann hast du jetzt hier quasi zwei Schnittkanten und insgesamt vier Falzkanten. Wir drehen uns das jetzt einmal um 90 Grad und schneiden jetzt wiederum von dieser Schnittkante zur ersten Falzkante und das eben an allen, ich sage jetzt mal vier Seiten sozusagen. Ja, das heißt also, ich lege das jetzt hier bei 3 cm an, gehe mit der Schneideklinge bis zur Schnittkante und schneide bis zur Falzkante. So, dann mache ich das gleiche hier oben mit der nächsten Falzkante auch. Also von der Falzkante, in dem Fall jetzt zum Beispiel zur Schnittkante. Im besten Fall spürst du vielleicht auch, wenn du angekommen bist bei der Schnittkante. Und dann lege ich auf der anderen Seite auch bei 3 cm einmal an und wiederhole auch hier von der Schnittkante bis zur Falzkante und von der zweiten Falzkante wiederum bis zur Schnittkante.
So, dann kann ich einmal schauen, ob alle Ecken vernünftig ausgeschnitten sind. Ja, also du siehst, hier ist noch so ganz kleines bisschen nicht durch, aber das habe ich jetzt ja mal eben sozusagen gerissen und ich finde, das sieht gar nicht schlimm aus. So, das ist quasi unsere Kartenbasis und wir drehen uns einmal die Karte in die, ja, falten jetzt einmal in die Richtung. Und dann siehst du, dass du hier quasi ein großes Fenster für ein Motiv hast oder gerne theoretisch auch für einen Text. Und hier eher ein kleineres Fenster. Du kannst natürlich auch hier das identisch groß machen, musst dann aber berücksichtigen, dass du eben nicht alles siehst. Also entweder ja, ist das dann gar nicht schlimm, wenn dein halbes Motiv oder ein Drittel des Motives hier hinter dem Balken verschwindet. Oder du stempelst oder schreibst dann tatsächlich nur dann in diesem Bereich. Das ist dir freigestellt. Du kannst natürlich auch die Karte jetzt theoretisch von beiden Seiten komplett bestempeln, bekleben, wie auch immer du möchtest. Und hast dann, ja, kannst die Karte jetzt so rumdrehen oder wenn du möchtest auch andersrum dann. Das ist dir völlig freigestellt. Ich mache jetzt weiter mit den Zuschnitten in Weiß, damit wir nämlich einmal die beiden Motive erstmal auch noch kolorieren können. Und dazu benötige ich jetzt einmal den Farbkarton in Grundweiß und zwar einen Streifen von 8,5 cm. Das ist quasi die Höhe, die wir benötigen für beide Stücke. Und das eine Stück hat 10,2 cm in der Breite. Und das andere 6,7. So, dann lege ich das einmal auf, um das noch einmal zu testen. Man kann sich ja auch mal vertun, aber das passt. Und wenn ich das hier drehe, passt das auch hervorragend. So. Und dann geht es weiter mit dem wunderschönen Stempelset aus dem Set. Hübsche Grüße. Und zwar ist das dieses Set. Und ich stempel mir einmal dieses Folienmotiv und den Spruch auf das große Stück und die Blümchen auf das kleine. Und zwar nehme ich dafür das Memento Schwarz. Und gehe noch einmal mit dem Folienmotiv. Ich mag das bei dem Stempel ganz gerne so rum zu stempeln. Ich weiß gar nicht wieso, weil bei den Farben mache ich das andersrum, aber hier finde ich das irgendwie immer besser und schöner und sehe dann auch ganz gut, wo die Farbe schon hingekommen ist. Ja, also so, dass hier unten jetzt noch der Spruch hinpasst. Trotzdem nicht zu sehr an den Rand gequetscht. Und dann draufsetzen. Ein wenig einwirken lassen und abziehen. Dann mache ich mit dem Blumenmotiv weiter. Ja, genau, jetzt passiert nämlich genau das, was ich gedacht habe. Ja, irgendwie funktioniert das so rum für mich besser. Wahrscheinlich, weil die Tinte dann gerade besser nach unten kommt. So. Sieht doch schon viel besser aus. So. Und wenn ich das wieder geschlossen habe, nehme ich mir auch gleich noch den Spruchstempel vor. Hier steht jetzt Gruß mit Liebe. Das stempel ich in Blütenrosa.
Im ersten Moment habe ich noch überlegt, ob mir das vielleicht zu blass wird, aber tatsächlich macht das auch eine schöne intensive Farbe. Also jetzt nicht besonders kräftig natürlich, aber ich finde, das ist genug, um auf jeden Fall passend zur Karte genug zu sehen. So, dann koloriere ich die beiden Motive auf zwei verschiedene Arten. Und zwar beginne ich hier einmal mit den Stampin' Blends. Und zwar die Blüten in Blütenrosa und den Vogel in Gelb. Die gibt es ja immer im Doppelpack, einmal hell und dunkel. Und ich finde an denen halt schön, ja, dass man so ein bisschen Farbverläufe damit ganz gut machen kann. Ich bin ja sonst nicht so der Riesenfan von Aquarellieren oder Kolorieren. Und deswegen finde ich die Stampin' Blends ganz praktisch. Und was ich immer gerne mache, ist erstmal mit der dunkleren Farbe die Kanten nachziehen. Also nicht die Kanten, die, ja, die Linien, die vielleicht auch am ehesten mit Schattierungen dann einhergehen. Also zum Beispiel jetzt hier in der Mitte diese Blütenlinien sozusagen und vielleicht auch noch ein bisschen so am Rand. Es muss auch gar nicht so extrem akkurat sein. Ja, also ich gehe hier auch immer ziemlich grob einfach nur drüber. Und dann nehme ich mir den hellen und da je nachdem wie groß das Motiv ist, auch eigentlich ganz gerne dann den größeren Pinsel sozusagen und verwische das so ein bisschen. So, wenn es jetzt noch nicht genug zweifarbig ist sozusagen oder nicht genau nicht genug von dem dunkleren zu sehen ist, kannst du noch ein kleines bisschen drüber gehen, solange der andere noch ein bisschen feucht ist, dann verläuft das nämlich auch noch ein bisschen ineinander. So. Und ich denke, dann reicht das an der Stelle schon. Weiter geht's mit dem süßen Vögelchen. Auch hier nehme ich wieder den dunklen einmal zu Beginn und ziehe in der Regel vor allem einmal den, die Kontur so ein bisschen nach und auch hier dann das Federkleid. Und dann gehe ich auch hier mit den hellen wieder drüber. Und dann reicht mir das an der Stelle eigentlich sogar auch schon. Ja, also ich bin, wie gesagt, wirklich kein großer Künstler im Kolorieren und Ausmalen. Aber du siehst, diese Stampin' Blends, die verzeihen dir auch sehr viel. Das heißt also, ich bin damit eigentlich ganz zufrieden. Und als zweites möchte ich dir eine Methode zeigen, die ich bei der Onstage kennengelernt habe. Die Onstage ist eine Veranstaltung, die in der Regel jährlich stattfindet für uns Stampin' Up! Demonstratorinnen, wo wir die neuen Produkte aus neuen Katalogen zum Beispiel kennenlernen, einige Tipps und Techniken, neue Stempelsets eben zum Beispiel auch kennenlernen. Und da hat die liebe
Sam Hammond aus Großbritannien, die auch im Netz bekannt ist unter Poodles Papercraft, mit dem Wink of Stella und Stempelfarbe gearbeitet. Das fand ich total faszinierend. Ist gar nicht so mega aufwendig und macht total Spaß. Und zwar gehst du einfach wie mit einem Wassertankpinsel und jetzt in dem Fall, wie gesagt, mit dem Wing of Stella entweder direkt ins Stempelkissen so rein, was okay ist. Und auch hier zum Beispiel gehe ich dann von innen nach außen und zeichne mir die Linien ein bisschen nach. Oder was natürlich genauso gut geht, ist, wenn du dir einen kleinen Stempelblock nimmst und da zum Beispiel ein bisschen Farbe drauf tust. Ja, das kannst du natürlich auch machen, wie du gerne magst. Falls du zum Beispiel nicht mit deinem Wink of Stella ins Stempelkissen gehen möchtest. Und so kannst du hier, wie ich finde, ganz dezent Farbe auftragen. Und gleichzeitig, das zeige ich dir auch gleich, glitzert das dann so schön. Und dann kannst du noch ein bisschen, so oft und lange drüber gehen, bis du die gewünschte Farbe hast. Und dann auch den Rest der Blüte, wenn du magst, gerne noch mit dem Wink of Stella. Ja, einfärben kann man es nicht mehr nennen, dann, aber zumindest beglitzern sozusagen. Ich zeige das einmal in der Hoffnung, dass man das irgendwie sehen kann, dass das jetzt hier so schön glitzert. Ja, wie gesagt, das machst du einfach gerne so lange, bis du von den Farben her glücklich und zufrieden bist. Das kann jetzt mehr sein, das kann weniger sein. Zum Rand hin gerne ein bisschen auslaufen. So, und dann, wie gesagt, glitzert das so toll. So, ich lasse es ein kleines bisschen trocknen und schneide in der Zeit schon einmal die Designpapierstreifen zurecht. Und zwar benötigen wir quasi 2 Stücken hier für die Seiten und dann noch insgesamt 6 kleine für oben und unten. Und zwar habe ich hier einmal diesen Bogen mit dem Blütenrosa, Weiß und Schwarz ausgewählt und brauche hier einen Streifen von 3,2 cm. Mal schauen, ob es irgendwie eine Seite jetzt gibt, die mir besser gefällt. Ja, weiß gar nicht, ist jetzt relativ egal. So, die 3,2 jetzt auf der Seite abgelesen. Und dann 2 Stücken der Länge nach von 14,5 cm. Dann das andere Stück Designpapier, also da habe ich ja noch den kleinen Streifen, den schneide ich mir in einer Breite von 2,7 cm ab und teile dann, also genau, das ist jetzt quasi ja, die Höhe und damit das jetzt auch, wie nenne ich das jetzt, quasi die Stückchen, die ich nacheinander abschneide, auch quasi perfekt zusammenpassen, auch wenn man das, weiß ich gar nicht, wie doll es überhaupt bei dem Motiv hier sieht, aber das finde ich ganz schön und deswegen, genau, wie gesagt, den 2,7 cm Streifen zuerst abschneiden und dann bei jeweils 3,2 cm abschneiden. Und dann sammle ich mir die quasi hier unten auch genau in der Reihenfolge, wie ich sie abgeschnitten habe, damit ich sie dann auch in derselben Reihenfolge wieder aufkleben kann.
ein kleiner Rest bleibt übrig. Und dann nehme ich mir die einmal hier rüber. Und dann geht es ans Aufkleben. Und zwar nehme ich mir jetzt das Grundgerüst wieder vor. Kann auch hier einmal mit dem Falzbein die Falzkanten nachfalzen. Und was ich an der Stelle auch gerne mache, ist einmal die Schnittkanten ein bisschen gerade ziehen, weil die sind natürlich, weil ich jetzt von der einen Seite geschnitten habe, in die andere Richtung ein bisschen gedrückt, und wenn ich jetzt die Karte ja in beide Richtungen benutzen möchte sozusagen, kann ich die Schnittkanten ein kleines bisschen begradigen noch. Und ansonsten, wie gesagt, genau die Falzkanten. So. Dann kleben wir jetzt alles auf, und zwar nehme ich dafür ganz gerne den Flüssigkleber. Beginne vielleicht mit dem großen Motiv, das ist am einfachsten. Ja, schaue, dass der Rand ungefähr überall identisch ist. Dann klebe ich als nächstes die beiden Streifen rechts und links auf. Kann mir natürlich hier noch überlegen, wie rum ich das gerne drehen möchte. Ich glaube, so rum gefällt es mir gut. Und dann setze ich mir jetzt diese kleinen Stückchen, auch hier kannst du dir gerne überlegen, ob es irgendwie eine präferierte Richtung gibt. Bei dem Papier ist das für mich relativ egal. Und so klebe ich mir die aber trotzdem, wie gesagt, so nacheinander, wie ich sie abgetrennt habe, auch wieder auf. So, das ist die eine Seite. So fehlt jetzt nur noch dieses Stückchen. Und schau mal, wie schön dezent das ist. Wie gesagt, wenn dir das zu hell ist, nimm gerne auch etwas mehr Farbe. So, und auch das klebe ich jetzt hier in die Mitte. Und schaue, dass möglichst die Kanten alle möglichst einheitlich abschließen. Und dann ist diese Dreh- oder Swing-Karte auch schon fertig. Ich hoffe, du hattest viel Spaß mit dieser Bastelanleitung und Produktvorstellung. Wenn du, wie gesagt, weitere Beiträge zu den neuen Produkten aus dem Mini-Katalog oder der Celebration sehen möchtest, hopp's doch, wie gesagt, gerne zu den anderen Mädels rüber. Die Videos habe ich dir unten in der Beschreibung verlinkt.
Und wenn du weitere Beiträge von mir sehen möchtest, dann findest du mich auch ja weiterhin hier auf YouTube, aber auch auf meiner Seite nadinekreativ.de und auf Instagram und Pinterest unter nadinekreativ. Und natürlich freue ich mich auch, wie auch sonst, immer über einen Kommentar von dir, wenn dir das Video gefallen hat. Und falls du die ganzen Maße jetzt noch einmal ja, nachschauen möchtest, beziehungsweise auch vielleicht die Materialliste noch einmal benötigst, die findest du auch auf meiner Webseite unter nadinekreativ.de unter den Anleitungen. In dem Sinne wünsche ich dir alles Gute, viel Spaß noch weiterhin mit dem Hop und ich freue mich, wie gesagt, dass du da warst und bin sehr glücklich, wenn du auch bei deinem nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dahin alles Gute, tschüss!